Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins. Und ich starte mal den Timer, bevor ich es wieder ver... Nein, nicht WhatsApp. Was? Nein, ich bin... Nein. Stoppuhr, so. Starten. Oh Gott, so. Na, so. Und mal gucken, was Wayne zu sagen hat. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Ja, ich sollte euch auch Ruhe gönnen. Ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Aber immer noch so bezaubernd wie eins. In der Tat kaum zu übersehen. Ja, ihr seid schon erwachsen. Sehr lustig. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich fertig bin. Ihr werdet sicher noch viele Jahre herumtoben. Oh, ich weiß nicht. Wirklich nicht. Oh doch. Seid ihr außer im Turm des Zirkels schon auf viele Abscheulichkeiten gestoßen? Connor? Ja, Connor. Ah, Nanu, ja, Connor, ne? Natürlich. Connor. Als ich zum ersten Mal eine Abscheulichkeit sah, erstarrte mein Blut zu Eis. Ich hatte danach monatelang Albträume. Am meisten verängstigt hat mich der Umstand, wie leicht ich einer von ihnen werden könnte. Das Monster zu sehen, zu dem man sich verwandeln könnte, ist bestimmt beunruhigend. Ein Fehler. Ein kleiner Fehler nur. Und alles, was euch ausmacht, ist einfach fort. Ersetzt durch Wahnsinn. Und es gibt kein Zurück. Zumindest behaupten sie das. Zweifelt ihr dran? Seit kurzem frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Abscheulichkeit zu heilen. Oder ob ein Magier besessen sein kann, ohne seinen Verstand zu verlieren, seine Menschlichkeit. Wenn er seine Menschlichkeit behält, ist er keine Abscheulichkeit. Warum sorgt er eigentlich so sehr darum? Weil jeder Magier mit dieser Bedrohung leben muss. Wir denken ständig daran. Aber macht euch darüber keine Gedanken. Da spricht nur eine alte Frau ihre Grübeleien laut aus. Ma, wie sagt ihr das mal, diese alte Frau? Ich will trotzdem wissen, was sie sagt. Sagt mir, wie seid ihr eigentlich ein grauer Wächter geworden? Kurzfassung, ich habe Duncan getroffen und er möchte mich. Das mit dem Aal, das möchte ich nicht sagen. Ah, ihr wollt die Geschichte für euch behalten, das akzeptiere nein, ich. Nein, nein! Verzeiht meine Neugier. Nein, nein! Nein, ich kann es euch schon erzählen. Es würde mich sehr interessieren. Hat meine Familie und er half mir bei der Frucht. Aal Randan Howe? Der Aal ja. Von Amaranthin? Ja. Warum sollte er euch so etwas antun? Ich bin der Sohn von Bruce Kus... Bruce? Ne, von Kusland, ne? Taryn von Hyver. Ihr seid der Letzte der Kuslands? Das wusste ich nicht, Herr. Nein, nein. Lasst, ich bin ein grauer Wächter. Ja, vermutlich. Euren Titel könnt ihr nicht mehr führen. Aber dennoch solltet ihr nicht vergessen, woher ihr kommt. Ja. Fasst Mut. Ihr habt überlebt, obwohl das nicht zu erwarten war. Wir wissen nicht, was euch und eurem Namen noch bevorsteht.
Es ist doch nicht so schlimm, ein grauer Wächter zu sein, oder? Ich würde es aufgeben, wenn ich meine Familie wiedersehen könnte. Wiedersehen und wiederhaben ist wieder was anderes, deswegen. Ich wünschte nur, mein Haus wäre nicht gefallen. Boah, soll ich sagen? Ich hoffe nur, dass ich die Stärke auch wirklich habe, Duncan in mir gesehen hat. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll. Dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt. Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Sie kennt den Beitritt? Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Dass ich auserwählt wurde, etwas Bedeutendes zu vollbringen? Natürlich, aber zu einem grauen Wächter gehört doch mehr als dunkle Brut zu töten und die Welt vor der Verderbnis zu retten. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Wenn ich beschütze, diene ich also? Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich, weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Und daher seid ihr es, der dient, nicht sie. Ich werde es mir merken. Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann. Ich will keine Macht, das wollte ich nie. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt. Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Ich höre dir gern zu, so ist es nicht. Sprich weiter. Ihr findet einander wohl sehr anziehend, nicht wahr? Was? Ja, so ziemlich. Mir fiel eure knospende Beziehung auf und ich wollte euch fragen, wo das eurer Ansicht nach hinführen soll. Sie ist eine raffinierte Frau, ein Malefica. Sie wird euch für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Zwischen uns ist mehr als das. Ich sage nur, was ich sehe und was mein Instinkt mir sagt. Und selbst wenn eure Gefühle füreinander echt sind, ist diese Affäre für keinen von euch von Vorteil. Ihr seid ein grauer Wächter. Ihr habt Pflichten, die wichtiger sind als eure persönlichen Wünsche. Ich habe auch Gefühle und ich bin nicht nur ein grauer Wächter. Liebe ist letztlich immer eigennützig. Sie verlangt die Hingabe zu einer einzigen Person, die dein Verstand und Herz besetzt hält und alles andere ausschließt.
Ein grauer Wächter kann sich das nicht erlauben. Wenn ihr entscheiden müsstet, ob ihr eure Liebe rettet oder alle anderen, was würdet ihr dann tun? Das ist fies. Ich will dies nicht entscheiden müssen. Nichts ist sicher. Schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Ihr könnt nichts als selbstverständlich voraussetzen. Das sollte euch bewusst sein. Morgan und ich werden mit allem fertig, was auf uns zukommt, da bin ich mir sicher. Wenn ihr meint, ich habe euch meinen Rat gegeben, alles andere liegt bei euch. Vielen Dank. Boah, Minus! Was habt ihr auf dem Herzen? Im Brustkasten. Boah. Achso, jetzt ist es normal, okay. Okay. Die hat jetzt alle ihre Fragen gestellt, die sie stellen wollte. Geht es euch denn jetzt besser? Oh ja, und danke der Nachfrage. Ich fühle mich heute viel besser. Gut. Mir liegt viel daran, dass es allen meinen Gefährten gut Vielen geht. Vielen Dank für eure Freundlichkeit. Da kehrt gleich die Wärme in meine alten Knochen zurück. Ich muss ja auch unbedingt sagen, dass sie alt ist. Was habt ihr auf dem Herzen? Brustkasten. Ich dachte gerade über das Leben als grauer Wächter nach. Beunruhigt euch etwas daran? Boah, was soll ich jetzt sagen? Es ist nicht das Beste, was mir hier passiert ist, aber ich fürchte mich vor gar nichts, was auch kommen möge. Ihr seid einer von zwei überlebenden grauen Wächtern in Ferelden. Ihr verteidigt uns nun alle. Die Last auf euren Schultern ist gewaltig. Es mag euch nicht viel bedeuten, aber ich danke euch, dass ihr den Mut habt, diesen Kampf weiterzuführen. Danke, vielen Dank. Ich werde nicht aufgeben, nicht so schnell. Und das lässt mich hoffen. Schön. Speichern. Habt ihr schon viel über die grauen Wächter von früher gehört? Was gibt es da zu hören? Ich weiß nicht. Nur was ich aus alten Geschichten kenne. Es heißt, wenn ein Wächter auf seinem weißen Griffon ritt, war das ein Anblick, der das Herz rührte und selbst den Gang alter Männer wieder federnd werden ließ. Die grauen Wächter waren mächtig, gefürchtet und geachtet. Aber das gemeine Volk wurde auch durch sie inspiriert. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir vor vielen Jahren einmal erzählt wurde. Erzählt Ausrufezeichen. Jetzt erzählte sie mir nicht mehr. Kommt in der Geschichte auch Griffiths vor? Der Erbauer sei uns gnädig. Das ist ja, als spreche man mit einem Kind. Seid ihr nicht alt genug, um eine Großmutter zu sein? Ja, Heide Whiskers, Alter. Einfach mal direkt so einen Schlag ins Gesicht. Kommen jetzt Griffons vor oder nicht? Ja, es kommen Griffons in der Geschichte vor. Die Verderbnis hatte monatelang im Land gewütet und die Armeen der großen Könige sammelten sich zur letzten Schlacht. Als die Sonne die Wolken durchdrang, die sich am dunklen Aua. Himmel drohend zusammenballten,
tauchte sie eine gewaltige Schar dunkler Brut ins Licht, mit dem Erzdämon an der Spitze. Und genau dann, als jeder Mut zu sinken drohte und Tod und Verzweiflung die Führung übernahmen, tauchten die grauen Wächter auf. Flügelschlagen kündigte sie an wie gewaltige Kriegstrommeln, und schließlich standen sie vor der Menschenarmee. Griff. Ich will das durch, ich möchte das irgendwie durchziehen, aber ich habe Angst, dass ich es bei ihr verkacke, deswegen. Und was geschah dann? Die grauen Wächter marschierten grimmig und ohne Furcht los, immer zwischen den Menschen und der sich nähernden dunklen Brut. Sie bildeten mit ihren Körpern einen Schild und hielten ihn, bis der Erzdämon erschlagen war und die dunkle Brut vollständig besiegt im Staube lag. Und dann, ohne Belohnung oder Anerkennung für ihr Opfer zu verlangen, zogen die grauen Wächter einfach ab. Erst als die Wolken sich schließlich auflösten und die Sonne den verderbten Boden vollständig beschien, erkannten die Könige, dass sie keinen Mann eingebüßt hatten und kein Tropfen ihres Blutes vergossen worden war. Ich mag's, wenn's gut ausgeht. Die Geschichte beschreibt keine bestimmte Schlacht der grauen Wächter, sondern jede, die sie jemals schlugen. Sie haben uns immer gegen die dunkle Brut verteidigt und für uns Verluste erlitten. Viele von uns haben das über Jahrhunderte vergessen. Aber es hat sich nichts geändert. Dieses Wissen war für die grauen Wächter von früher sowohl Segen als auch Last. Und jetzt ist es euer Segen und eure Last. Ei. Oh, die ist nicht wütend auf uns geworden, Oma. Speichern. Ach, schön. Was habt ihr auf dem Herzen? Postkasten, weiter. Ich werde antworten, so gut ich kann. Wie war das Leben im Turm? Zu behaupten, es war leicht, wäre eine Lüge. Es gab viele Regeln und wir wurden ständig beobachtet, um festzustellen, ob wir sie auch alle befolgten. Dann war da das Studium der Magie. Wir mussten jeden Zauber üben, bis wir seine Auswirkungen vollständig unter Kontrolle hatten. Ein einziges Wort falsch ausgesprochen, eine Geste nicht ganz korrekt und die Konzentration war dahin. Und ohne Konzentration ist Magie eine höchst gefährliche Angelegenheit. Wenigstens habt ihr im Zirkel auch die Gefahren der Magie erfahren. Ohne den Zirkel und meine Mentoren wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe. Das Leben im Zirkel war auch beileibe nicht freudlos. Die Kameradschaft, das Gefühl, in seinem Bestreben nicht allein zu sein. Trotz allem war ich glücklich im Turm und ich liebte das Leben dort. Wie wurdet ihr eine Magierin? Man wird nicht zum Magier, sondern kommt so zur Welt. Irgendwann später tritt die Begabung dann zutage. Ihr wollt vermutlich wissen, wie ich zum Zirkel kam. Die Templer haben mich hingebracht, so wie viele andere Schüler. Ich kann mich kaum noch erinnern, ich war damals sehr jung. Und eure Familie? Ich hatte keine Familie. Meine wirklichen Eltern habe ich nie kennengelernt. In meiner frühesten Erinnerung liege ich in einem Heuschober und versuche mich warm zu halten. Ein Bauer fand mich und seine Frau schickte mich nicht weg. Aber die beiden hatten selbst Kinder. Und ich war dort nie wirklich willkommen. Am schlimmsten war der älteste Sohn. Er nannte mich immer Streunerin und warf mit allem nach mir, was er in die Hände bekam. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber eines Tages standen plötzlich seine Haare in Flammen. Glücklicherweise war ein Wassertrog ganz in der Nähe. Was soll ich sagen? Wurde er ernsthaft verletzt? Haare und Brauen waren angesenkt, aber verletzt war eigentlich nur sein Stolz. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihm wirklich etwas passiert wäre. Glücklicherweise musste ich nur ein paar Nächte in der kalten Scheune ertragen, mit einer Schale Wasser und einem Krumen hartem Brot. Einige Tage später kamen die Templer. Das muss für ein Kind schrecklich gewesen sein. In der Scheune war ich sicher vor den Dorfkindern und den Steinen, die sie geworfen hätten.
Ich hatte zwar Angst, aber es hätte noch viel schlimmer sein können. Ich vergesse nie den Moment, als die Templer mich in die Eingangshalle des Turmes führten. So etwas Gewaltiges hatte ich noch nie gesehen. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Ich wusste, nun war ich zu Hause. Eine beeindruckende Geschichte. Nun, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. So kam ich zum Zirkel. Im Moment sonst nichts mehr. Gut, dann haben wir auch genug für heute mit Wine gesprochen. Ich gebe das Buch nochmal Morgan und dann mal sehen, was passiert. Speichern vorerst und los geht's. Erstmal runterscrollen. So, Morgan, da, stopp. Dein Buch. Was? Oder das Buch deiner Mutter. Ihr habt das Zauberbuch von Flemeth gefunden? Ei. Als ich es erwähnte, hatte ich nicht wirklich gedacht. Ach, das ist ein wahrhaft großes Glück. Ich danke euch sehr und werde umgehend mit dem Studium des Buches beginnen. Gern geschehen. Ich hoffe, ihr findet was darin. Geheimnisse. Meine Mutter hatte viele davon. Und außer durch dieses Buch ist ihr niemals auch nur ein einziges entrissen worden. Ich lasse die Gelegenheit nicht verstreichen, mehr zu erfahren, als Flemeth mir mitteilen wollte. Das wird sicher interessant. No way, ey. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Ja, ja. Na, toll. Haha, ja, 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 wir lagern. Komm. Es kann also gerne gleich sein. Dann redet doch. Na. Nix. Warte, Quest, stopp. So, Flemeths Zauberbuch. Du hast Flemeths Buch gefunden und es Morgan gegeben. Sie scheint begierig darauf zu sein, es zu lesen und nur der Erbauer weiß, was sie daraus erfahren wird. Na, vielleicht sagt sie es uns ja. Wer weiß. Und ich sollte auch langsam mal die Folge beenden, Kinders. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Und das war's mit Dragon Age Origins. Tschüss.